Glücklicherweise hat Tom mich gefragt, ob ich der Beta-Tester für seine neue Gitarrenserie sein möchte, die Versatile-Gitarren, die ihr hier auch seht. Und da habe ich natürlich ja gesagt, weil das eine große Ehre für mich ist. Und die, meine Signature-Gitarre sozusagen habe ich jetzt seit über einem Jahr im Einsatz. Also ich habe sie im Studio, live, bei tausenden Proben zu Hause, ich weiß nicht wie viele Stunden gespielt. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal ein kleines Video für euch, damit ich euch ein bisschen was zu den Specs, meinen Erfahrungen und auch den Emotionen, die ich mit dieser Gitarre verbinde, erzählen kann. Okay, also grundsätzlich zu den Erfahrungen mit dieser Gitarre. Es ist was anderes, ob ihr eine handgemachte, hochwertige Gitarre spielt oder eine, die von der Stange kommt. Das merkt ihr so, ne? Wenn ihr die Gitarre in die Hand nehmt, wenn ihr zu Tom in seinen Custom Shop geht und da guckt, was sind das für Instrumente, das merkt ihr, das macht was mit euch, wenn ihr spielt. Und so war es halt auch für mich, als ich vorbeigekommen bin bei ihm, er mir die Gitarre mitgegeben hat, was mich natürlich total geflasht hat und ich sie dann auch bei den ersten Proben gespielt habe, das ist was Besonderes. So, also man kann jetzt sagen, irgendwie, das hat halt einen gewissen Mojo, so, ne? Weil es ist nicht einfach nur irgendein Instrument, was ihr spielt, sondern das Instrument hat halt Charakter und das macht auch was damit, wie ihr spielt. Was für mich total wichtig ist, ist, dass eine Gitarre funktioniert. Das klingt jetzt erstmal so total platt, aber die Leute von euch, die viel spielen, die auch unterwegs sind, viel spielen und auch verschiedene Gitarren schon in ihren Händen hatten und viel rumprobiert haben, die merken, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass eine Gitarre einfach funktioniert. Dass sie eine Gitarre stimmt, dass die Gitarre gestimmt bleibt, dass die Saiten auf einer Gitarre nicht reißen, dass sie überall gut rankommt, dass sie gut verarbeitet ist. Das sind Sachen, die ich halt bei Toms Gitarren total zu schätzen gelernt habe, weil sie einfach funktionieren und das braucht man. Wenn du auf eine Bühne gehst und abliefern willst, dann darfst du keinen Gedanken an haben, oh, reißen die Saiten jetzt, funktioniert das alles? Dann musst du einfach wissen, okay, das Ding macht komplett das, was es machen soll und ich kann mich zu 100% auf das fokussieren, was ich mache. So, ne, das ist der Job dann irgendwie aufgeteilt. Tom und ich haben dann überlegt, wie man die Gitarre noch ein bisschen personalisieren kann und dann sind wir auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer es von uns beiden war, ich glaube, Tom hat gesagt, ja, wir könnten noch deine Unterschrift da irgendwie draufpacken. Da haben wir überlegt, okay, wo kann man die machen? Also klar, das Pickguard eignet sich natürlich, da haben wir geguckt, hier oben, unten und so. Und dann haben wir eine Session gemacht, wo ich halt ganz viele Unterschriften gemacht habe mit meinem Jackpot-Logo und dann haben wir das tatsächlich glücklicherweise einfach 1:1 so auf die Gitarre gekriegt und ich bin überhappy, weil ist mega geworden und das ist natürlich auch nochmal was, ne? Wenn ihr eine Custom-Gitarre habt und es ist eure Gitarre, es ist einfach was Besonderes. So, das ist, ist halt das, wo man vielleicht mit 16 oder so von geträumt hat, wenn man irgendwie, keine Ahnung, seine eigenen Idole hatte, Korn oder so, Limp Bizkit und alle hatten ihre Signature-Gitarre und man denkt sich, oh, wow, krass, so, ne? Und dann stehst du irgendwann bei Tom in der Werkstatt und sagst so, ja, lass mal deine Unterschrift auf die Gitarre machen und das ist halt einfach besonderer Moment und da bin ich auch total stolz drauf und das halt auch auf der Bühne zeigen zu können.